sehr geehrte Damen und Herren. Der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Marc Reinhardt, hat genau vor einem Jahr in einer Pressemitteilung zu der überaus hohen Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die in Mecklenburg-Vorpommern jährlich die Schule ohne Abschluss verlassen, geäußert. Ich zitiere: Die Mehrheit der 1.345 Jugendlichen, die im Sommer die Schule ohne Abschluss verließen, sind Förderschüler. Es ist in der Tat ein Problem, dass selbst der bestandene Förderschulabschluss nicht als Schulabschluss gewertet wird. Ende des Zitats. Sehr richtig, Herr Reinhardt. Aber noch viel problematischer und nahezu unverständlich ist die Tatsache, dass wir jährlich ca. 900 Jugendliche aus der 9. Klasse, also ohne Schulabschluss, aus den Förderschulen entlassen, obwohl es rein theoretisch die Möglichkeit des Abschlusses für sie gibt. Es gibt nämlich sehr wohl die sogenannten Vorlaufklassen, in denen die Jugendlichen durch ein freiwilliges 10. Schulbesuchsjahr einen Abschluss erzielen können. Aber von den ca. 1.100 Förderschülerinnen und Förderschülern, die jährlich die 9. Klasse erreichen, gehen nur knapp 180 Jugendliche in diese 10. Klassen der Förderschulen über. Warum? Nein, es sind nicht ihre Fähigkeiten, denn diese sind nicht das Kriterium, die Vorlaufklassen zu besuchen, sondern die Zahl 33. Kinder an Förderschulen dürfen nämlich ab der 7. Jahrgangsstufe nur dann in die sogenannte Vorlaufklasse, die sie zum Schulabschluss führt, wenn in der 6. Jahrgangsstufe der Förderschule mindestens 33 Jungen und Mädchen beschult werden. Diese Vorlaufklasse würde den Schülerinnen und Schülern die erste Chance geben, in einem 10. Schulbesuchsjahr nach den Rahmenplänen der regionalen Schule unterrichtet, einen Abschluss, der dem der Berufsreife gleichwertig ist, zu erreichen. Auf die unglückliche Bezeichnung dieses Abschlusses komme ich gleich noch zu sprechen. Zusätzlich zur Zahl der 33 Jugendlichen wird dann auch noch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler festgelegt, nämlich 11, die mindestens die Vorlaufklasse besuchen müssen. Ich kann mir diesen weit hergeholten Zusammenhang nicht erklären. Ich kann die Sinnhaftigkeit nicht erkennen, die dort bestehen soll. Denn durchschnittlich besuchen 100 bis 120 Kinder jeweils eine Förderschule. Warum soll dann jährlich gerade ein Drittel oder ein Viertel dieser Kinder in der Jahrgangsstufe 6 sein? Kein Zusammenhang, keine logische Erklärung, da bleibt also nur die Änderung. Denn wichtig ist doch, dass wir den Kindern breite Möglichkeiten geben, einen Abschluss zu erlangen. Und das sieht der Antrag der Fraktion Die Linke vor. Wir beantragen die Streichung der Zahl 33 für eine Mindestschülerzahl einer Klassenstufe, um eine Vorlaufklasse zu bilden. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, es gibt in der 6. Jahrgangsstufe nur 28 Schülerinnen und Schüler. Und diese Zahl ist schon realitätsfern. Dann gibt es für einen gesamten Schülerjahrgang nicht die Möglichkeit, einen Abschluss zu erlangen. Weil 5 Kinder fehlen, wird ein gesamter Jahrgang abgeschoben, ausgegrenzt und wir sehen zu, wie die Anzahl der Jugendlichen ohne Abschluss konstant bleibt. Das kann nicht Ihr Wille sein, sehr geehrte Mitglieder der Koalitionsfraktionen, wenn Sie zu Recht behaupten, dass wir kein Kind zurücklassen dürfen. Durch diese Festlegungen wurden allein in den vergangenen 5 Jahren 5.000 Jugendliche unseres Landes eigenverantwortlich und ohne fremdes Verschulden abgeschoben. 5.000 Jugendliche wurden fahrlässig ausgegliedert, wissend, dass sie weder einen Schulabschluss haben, noch damit die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sich erhöhen. Das ist nicht zu verstehen, das ist nicht nachzuvollziehen und das muss umgehend geändert werden. Wir bejammern die Anzahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss, anstatt die Zeit des Jammerns zu nutzen und eigene Fehler auszumerzen, die zu diesem katastrophalen Zustand geführt haben. Meine Damen und Herren,
Es ist an der Zeit, diesen Zustand umgehend zu beenden. Die Jungen und Mädchen unseres Landes brauchen Perspektiven und wir sind dazu verpflichtet, ihnen diese zu eröffnen. Die Förderschülerinnen und Förderschüler haben ja derzeit nicht einmal Perspektiven auf ihrem Bildungsweg, denn ihre Schulzeit ist einerseits durch ihre individuellen Lebensumstände, andererseits durch die vom Land vorgegebenen bildungspolitischen Faktoren beeinflusst. Und genau an dieser Stelle können wir relativ einfach die Spirale der Ausweg- und Perspektivlosigkeit durchbrechen. Die Statistik unseres Bundeslandes beweist eindeutig, Jugendliche ohne Schulabschluss sind kein einmaliger Vorfall. Es passiert nicht aus Versehen. Es ist schlicht ein Prozess, den meine Fraktion durch den vorliegenden Antrag beenden möchte. Unser Bildungssystem benötigt dringend eine Strategie, die die aufeinander aufbauenden Maßnahmen erfasst, die zum Erlangen von Schulabschlüssen möglich und auch umsetzbar sind. Denn was nützen separat voneinander existierende Katastrophenschutzprogramme, wenn wir die Ursache der Katastrophe nicht beheben? Was nützen Programme, um bereits gestrauchelten Jugendlichen unter Aufbringung von Hunderttausenden Euro wieder in eine Schullaufbahn zu lenken? Und diese Projekte nennen wir dann auch noch verlogenerweise zweite Chance. Wir geben ihnen ja nicht einmal eine erste Chance. Wir geben ihnen nicht die Chance, ihren individuellen Lernbedingungen entsprechend während der regulären Schulzeit einen Abschluss zu erringen. Sehr geehrte Damen und Herren, momentan produziert unser Schulsystem zu viele Bildungsverlierer, zu viele Kinder ohne Schulabschluss. Was nützt uns ein System der Schulbildung, das nicht ausreichend präventive Maßnahmen bereithält, sondern sich darauf konzentriert, die negativen Auswirkungen der Unzulänglichkeiten zu kompensieren? Warum gestehen wir den Förderschülerinnen und Förderschülern nicht zu, einen Schulabschluss zu erlangen? Warum ignorieren wir so sehr die tolle Arbeit der Sonderschulpädagoginnen und Sonderschulpädagogen, die speziell für das Unterrichten und Erziehen gerade dieser Kinder ausgebildet worden sind? Trauen wir ihnen nicht zu, durch ihre vielfältigen Methoden, durch ihren engagierten Einsatz für Kinder mit Beeinträchtigungen im Lernen, diese Mädchen und Jungen auf einen Schulabschluss vorzubereiten? Wozu gibt es diese speziell dafür ausgebildeten Lehrkräfte? Warum geben wir die Kinder in ihre Hände? Damit sich beide Seiten quälen, probieren und letztendlich verzagen? Ignorieren wir die Arbeit der sonderpädagogischen Lehrkräfte, weil wir glauben, da sie führt sowieso nicht zum Ziel? Ich gehe fest davon aus, dass die Lehrerinnen und Lehrer an den Förderschulen genau die Lernfortschritte bei ihren Kindern erzielen, wie alle anderen Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen auch. Sehr geehrte Damen und Herren, solange es Förderschulen gibt, solange müssen wir diesen von dem Separatismus ausgesetzten Kindern mit einer ganz besonderen Fürsorge begegnen. Diesem Anspruch und die Aufgabe der Schule, die Entwicklung der Schüler zu handlungsfähigen, selbstständigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu ermöglichen, führen die geltenden Bestimmungen momentan ad absurdum. Denn falls es einer Förderschule mal gelingt, eine Vorlaufklasse zu bilden, was im Durchschnitt alle 4 Jahre aber nur an den größten Förderschulen des Landes vorkommt, dann werden diese Jugendlichen am Ende ihrer Schulbesuchszeit ein weiteres Mal ausgegrenzt. Sie erhalten nämlich lediglich einen Abschluss, der dem der Berufsreife gleichwertig ist. Sie erhalten keinen Abschluss der Berufsreife wie alle anderen Schülerinnen und Schüler an Regelschulen. Sie bekommen ein anderes Zeugnisformular und eine Umschreibung eines Abschlusses, der sie durch diese Formulierung wieder zu Ausgegrenzten werden lässt. Denn jeder Arbeitgeber, jede Arbeitgeberin wird bei dieser Art von Zeugnis stutzig. Daher beinhaltet der Antrag meiner Fraktion ebenfalls, hier eine Gleichwertigkeit der Abschlüsse herzustellen, egal an welche Einrichtung sie erworben worden sind. Abschluss ist Abschluss. Ein Antrag der Koalitionsfraktionen sieht berechtigterweise die Herstellung einer bundesweit besseren Vergleichbarkeit der Abschlüsse vor. Doch bevor wir keine einheitliche, landeseinheitliche Vergleichbarkeit hergestellt haben, ist es wenig sinnvoll, sich auf Bundesebene dafür zu engagieren. Das ist sicherlich jedem einleuchtend und daher ganz bestimmt auch zustimmungswürdig. Sehr geehrte Damen und Herren, mit umfangreichen Mitteln des Europäischen Sozialfonds
wurde in unserem Land ein System der sogenannten flexiblen Schulausgangsphase, das produktive Lernen, eingeführt. Inzwischen unterrichten 27 Schulen hier Kinder, denen das Lernen im ganz normalen Unterricht schwerfällt, die wesentlich besser in Verbindung von praktischen Tätigkeiten Lerninhalte aufnehmen und verstehen. Das Bildungsministerium lobt diese Art des Unterrichtens zu Recht als ein erfolgreiches Projekt zur Senkung der Schulabbrecherquote. Dann frage ich Sie allerdings, warum das produktive Lernen nicht auch für Förderschülerinnen und Förderschüler gilt. Das fordert meine Fraktion. Sehr geehrte Abgeordnete der Koalitionsfraktionen, ich zitiere Herrn Reinhardts Pressemitteilung: Wirtschaft, Bildung, Kultur, Soziales. Herr Oldenburg, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wer die Presseverlautbarungen der Linken ernst nimmt, traut sich irgendwann nicht mehr aus dem Haus. Mit permanentem Schlechtreden verbreitet die Linke miese Stimmung, statt echte Lösungsansätze anzubieten. Herr Reinhardt, das ist ein echter Lösungsansatz meiner Fraktion. Der ist echt, der ist richtig und der ist sogar richtig gut. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Peterreit, ich bin nicht gewillt, mich mit Ihnen über die Defizite des Schulsystems hier zu unterhalten. Ein Defizit offenbart dieses Schulsystem, dass nicht jeder, der einen Schulabschluss hat, diesen auch verdient. Frau Schwesig, Sie haben vorhin als Reaktion auf die Äußerung meines Fraktionsvorsitzenden geantwortet, dass frühkindliche Bildung nicht in der Schule beginnt, sondern in den Kitas und in sozialen Brennpunkten hauptsächlich. Sie haben recht, aber mit der von Ihnen verlesenen Rede machen Sie deutlich, dass Bildung nach der Kita endet. Alles, was außerhalb Ihres Bildungsbereiches liegt, Frau Schwesig, ist chronisch unterfinanziert. Und damit ist das gesamte Bildungswesen ein sozialer Brennpunkt. Und hier nicht tätig zu werden, ist unpädagogisch, ist unmoralisch und vor allem unsozial. In unserem Land können Eltern wählen, ob sie ihr Kind, das Defizite im Förderschwerpunkt Lernen aufweist, an einer Förderschule unterrichten lassen oder im sogenannten gemeinsamen Unterricht. Der gemeinsame Unterricht, wenn er denn zielgleich geführt wird an ganz normalen regionalen Schulen, hat das Ziel, den Abschluss zu erreichen, den alle anderen Kinder an der regionalen Schule auch erreichen. Das bedeutet also, dass Kinder mit identischen Förderschwerpunkten unterschiedlich behandelt werden. Gehen Sie auf die Förderschule, erhalten Sie keinen Schulabschluss. Werden Sie aber von Nicht-Sonderpädagogen unterrichtet, im gemeinsamen Unterricht, erhalten Sie den Abschluss der Berufsreife. Das heißt also, Lehrkräfte, die nicht im Bereich der Sonderpädagogik ausgebildet worden sind, traut man zu, diese Kinder so zu fördern, dass sie einen Schulabschluss erwerben. Sonderpädagogen an Förderschulen versagt man unverständlicherweise diese Fähigkeit. Kinder, die an regionalen Schulen Schwierigkeiten im Lernen haben, haben die Möglichkeit, das Fach Englisch abzuwählen und dafür verstärkt Deutsch- und Mathematikunterricht zu bekommen. Und sie haben trotzdem die Möglichkeit, den Abschluss der Berufsreife zu erzielen. Die Kinder an Förderschulen haben den Englischunterricht neben dem Mathematikunterricht, neben dem Deutschunterricht. Und sie haben nicht die Möglichkeit, einen Schulabschluss der Berufsreife auf erstem Wege zu erringen. Das ist keine Chancengleichheit, das ist einfach ungerecht. Wenn wir die Kinder nach der oder mit der dritten Klasse in eine Förderschule geben, ist das doch momentan nach der Lage, die wir hier heute doch in spiralförmiger Art und Weise beschrieben bekommen haben, ein Abschiebeweg. Ein Abschiebeweg, den wir finanzieren, auf dem wir 7 Jahre die Kinder begleiten. Und das ist nicht nur pädagogischer Schwachsinn, das ist einfach verwerflich.
Wir schaffen ein System für diese Kinder, das sie weiter benachteiligt, anstatt ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am beruflichen und am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, wie es das Schulgesetz und die Förderverordnung beschreibt. Ich sehe ein, dass es Zugangsvoraussetzungen geben muss für Prüfungen. Das sind überall Zensuren. Es ist eventuell ein besonderes Talent auf sportlichem oder auf musischem Gebiet. Es sind Begabungen in Teilbereichen, zum Beispiel für die Bildung von hochbegabten Klassen. Aber niemals, niemals ist es eine Zahl und schon gar nicht eine Mindestschülerzahl eines Jahrgangs, die über eine Prüfungszulassung oder eine Verwehrung entscheidet. Es sind immer die Fähigkeiten der Kinder, die über konkrete Bildungskarrieren entscheiden. Aber den Schülerinnen und Schülern, denen wir noch sensibler begegnen müssen, die unserer Unterstützung besonders bedürfen, denen versagen wir diese Hilfe. Aber sind es nicht gerade Ihre wertvollen sozialen Kompetenzen? Ist es nicht Ihr unermüdliches Üben, um zu lernen, um den Zugang zum Schulabschluss zu erlangen, der das alles rechtfertigt? Wir können doch nicht weiter, und jetzt schieben wir es wieder in die Expertenkommission, darüber debattieren und noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr. In der Expertenkommission spielt die Senkung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss eine ganz, ganz nebengeordnete Rolle. Kein Kapitel der Expertenkommission bezieht sich auf diesen Förderschwerpunkt. Und jetzt schieben wir alles da rein. Sie kennen die Unterlagen, Herr Reinhardt, Herr Renz, Sie kennen die Unterlagen, Herr Butzki auch. Nennen Sie mir diese Unterlagen, wo drin steht, dass wir uns dort nur natürlich im zweiten Weg irgendwo als Ergebnis um die Senkung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss kümmern. Das ist einfach nicht wahr, das hier jetzt so in den Mittelpunkt zu stellen. Sehr geehrte Damen und Herren der Koalitionsfraktion, ganz zwischen den Zeilen Ihrer Reden konnte ich entnehmen, dass Sie unseren Antrag ablehnen. Damit machen Sie deutlich, es geht Ihnen nicht um die Chancengleichheit an unseren Schulen. Es geht Ihnen nicht um die Senkung der Schulabbrecherquote. Es geht Ihnen nicht um die Senkung des Anteils der Schülerinnen und Schüler, die keinen Schulabschluss erreichen. Es geht Ihnen nicht um die Schülerinnen und Schüler dieses Landes. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, nicht nur die Eltern, sondern auch das Land hat eine hohe Erziehungsfunktion für alle Mädchen und Jungen. In diesem Fall geht es zudem noch um Kinder, die oft nur eine sehr geringe Unterstützung durch die eigene Familie erfahren. Wenn wir die Lern- und Abschlussbedingungen für diese Kinder nicht umgehend verbessern, diskriminieren wir sie im Bildungssystem, schränken ihren Zugang zu einer gleichberechtigten Teilhabe ein. Das will niemand von Ihnen. Ich bitte Sie, unserem Antrag zuzustimmen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Schwiesig, Sie haben mit Ihrer Sprache verraten, was am Montag passiert. Sie müssen Ihr Kind anmelden. Das offenbart ja eigentlich schon, was Sie von dem Schulsystem halten. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind ganz doll engagierte Lehrer. Aber Fakt ist, dass die Senkung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, nicht in dem Umfang, wie es hier heute gesagt worden ist, in der Expertenkommission und auch nicht in der Begleitgruppe eine Rolle spielt. Es sind nur Auswirkungen, es ist eine Randerscheinung, und ich kann nur hoffen, dass die Senkung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss jetzt dann in der Expertengruppe und auch in der Begleitgruppe eine Rolle spielen wird. Denn das ist bisher in dem Falle, wie Sie es hier heute versucht haben zu beschreiben, nicht der Fall.